Ja, hallo, herzlich willkommen zurück hier bei Marx & Brothers YouTube-Kanal. Wie immer, wir holen euch mit auf verschiedene Themen, manchmal allgemeine Themen, wo mein Bruder dabei ist, oder speziellere Themen. Heute zum Beispiel, wo ich die Aktie Eventbrite bespreche, und das mache ich alleine, einfach weil wir ein bisschen vorsichtig sind, was Compliance angeht. So, wenn ich jetzt über die Aktie Eventbrite spreche, nochmal der Hinweis, ich mache keine Anlageberatung, sondern ich gebe hier einfach nur meine Meinung wieder. Ich finde die Aktie, und das kann ich schon vorweg sagen, ziemlich interessant. Okay, schauen wir uns die Aktien erstmal genau an. Wie immer mag ich es, die Sachen in zwei Teile einzuteilen. Der erste Teil ist einfach, wie steht das Unternehmen da? Ist das Unternehmen stark? Ist das Unternehmen am Wachsen? Wie sind die Cashflows? Wie ist die Historie? Und vielleicht auch der Ausblick in die Zukunft, ganz wichtig natürlich auch die handelnden Personen dahinter. Und der andere Seite ist, wie ist das Unternehmen bewertet? Ist es vielleicht viel zu hoch bewertet, dann ist selbst ein sehr gutes Unternehmen im Moment für mich persönlich nicht attraktiv. Generell muss man ja auch sagen, für jeden ist es anders und ob so eine Aktie in das eigene Portfolio passt, das muss jeder für sich selbst dann überlegen. Gut, springen wir mal rein. Was ist das Businessmodell? Eventbrite richtet sich an Eventorganisatoren, die über diese Plattform erstens Werbung machen können. Also manche Leute sind auf der Plattform, sehen dann auch immer wieder, wenn es etwas Neues gibt und können sich darüber anmelden. Aber zweitens insbesondere um diese ganze Organisation von Anmeldungen und von den Zahlungsströmen da wirklich den Eventorganisatoren abzunehmen. Das heißt, man kann ein Event in 3 Wochen aufsetzen. Und über Eventbrite kann man dann schon praktisch die Teilnehmer zusammenbekommen. Man muss nicht eine eigene Liste da führen, man muss nicht den Leuten hinterherlaufen, was das Geld angeht, sondern das läuft alles zentral über Eventbrite. Ich finde das ein sehr, sehr gutes Business. Ganz kurz zu mir. Ich habe sehr viel auch Events organisiert, eher aus Spaß, also viele so Tanzevents, ja, wo Leute einfach Spaß hatten. Hintergrund war einfach, ich habe in der Mongolei gelebt, also kälteste Hauptstadt der Welt, im Winter teilweise minus 40 Grad. Ein bisschen aggressiv auch die Leute, und ich dachte, hey, wir brauchen mal zumindest einen kurzen Urlaub, also wie wär's? Wir kommen mal zusammen als Gruppe von Freunden, spielen ein bisschen Salsa-Musik, Palmen, ein paar Cocktails, gute Laune, nette Leute und haben einen schönen Samstagabend zusammen. Und so hat sich das Ganze entwickelt, wurde sehr, sehr groß, und mittlerweile ist diese ganze Salsa und Kizomba und Bachata-Tanzszene in der Mongolei auch sehr, sehr groß. Also, falls ihr mal in die Mongolei kommt, schaut es euch mal an. So, von daher weiß ich, das ist gar nicht so einfach, diese Listen zu führen und das Ganze zu organisieren, und von daher finde ich das Businessmodell sehr, sehr gut. Gleichzeitig muss man ja sagen, es ist eine Plattform, die alles vereint, und heutzutage ist ja viele so Plattformökonomie. Die führende Plattform wird dann eben den Abstand zu den anderen Plattformen deutlich erweitern. Also The Winner Takes It All Prinzip. Auch hier wieder ähnlich wie zum Beispiel bei Facebook oder bei Google als Suchmaschine. Wenn man sich die Konkurrenten von Eventbrite ansieht, die sind relativ schwach. Es gibt viele Konkurrenten, aber nichts kommt an Eventbrite meiner Meinung nach dran, was das Business angeht. Aber es ist natürlich immer die große Gefahr, dass zum Beispiel Facebook sagt, wir integrieren das alles, wir setzen jetzt Libra als Währung auf und integrieren dieses ganze Eventmanagement in Facebook. Dann braucht niemand mehr Eventbrite, oder beziehungsweise dann wird Eventbrite in Probleme laufen. Teilweise ist es natürlich auch ein Vorteil, nicht auf der Facebook-Plattform zu sein. So können natürlich auch Leute angesprochen werden, die eben nicht auf der Plattform sind. Oder für Business-Events ist es einfach auch nicht professionell, über Facebook das Ganze zu vermarkten, sondern da wären natürlich Plattformen wie LinkedIn oder im deutschsprachigen Bereich Xing besser. Also von daher ist Eventbrite plattformunabhängig und bildet selbst eine sehr starke Plattform aus. Schauen wir uns mal an, wie sich die ganze Firma in der Vergangenheit entwickelt hat. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Hier sehen wir in 2018 ein Wachstum von fast 45%. Also immer noch eine sehr stark wachsende Firma.
Und wenn wir uns das ansehen, sind auf dieser Plattform schon 785.000 Event-Organisatoren. Das sind teilweise Doppelbenennungen oder dass Leute sich zusammenschließen. Also von daher kann man jetzt nicht sagen, dass 785.000 unterschiedliche Personen das machen, aber 785.000 unterschiedliche Event-Organisatoren. Das ist eine unglaubliche Marktdurchdringung. Und auch die anderen Werte sind wirklich spannend. Insgesamt wurden 3,9 Millionen Events darüber organisiert in 170 verschiedenen Ländern und 265 Millionen Tickets wurden darüber an die Frau oder den Mann gebracht. Circa ein Drittel davon für Events, die auch etwas kosten. Kostenlose Events, da kann sich Eventbrite auch nichts abschneiden. Bei Events, die etwas kosten, da schneidet sich Eventbrite einen gewissen Prozentsatz ab. Wenn wir jetzt den Nettoumsatz uns anschauen, leider gab es ein paar Probleme auch in der Vergangenheit. Deswegen ist der Umsatz dann teilweise nicht mehr ganz so stark gewachsen. Von der Unternehmungsseite her finde ich es sehr, sehr spannend. Wie gesagt, Plattformökonomie, führende Anbieter im Eventbereich. Ich glaube, diese ganzen Events, das wird noch deutlich wachsen. Gleichzeitig wird das immer mehr ins Internet wachsen. Also von daher die Gesamtbranche und der Internetteil der Branche wird wachsen. Und Eventbrite ist hier so spannend aufgestellt, dass es wirklich am meisten davon profitieren kann, wenn wir mal davon absehen, dass vielleicht LinkedIn oder Facebook sehr stark auch in den Bereich gehen würden. Aber ansonsten Eventbrite ganz oben mit dabei. Schauen wir uns jetzt mal die Bewertung an. So, die andere Frage ist natürlich, was bleibt denn unterm Strich hängen? Und da müssen wir ganz ehrlich sagen, ja, im Moment nichts. Also das Unternehmen macht im Moment noch Verluste. Aber wie gesagt, das Umsatzwachstum ist eine ganz spannende Sache. Mal über 50, mal knapp unter 45%. Sehr, sehr starkes Umsatzwachstum. Wenn das noch ein paar Jahre so weitergeht und man die Kosten dann etwas zurücknimmt, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es eine sehr lukrative Sache sein wird. Gleichzeitig könnte es natürlich auch spannend sein, für große Plattformen Eventbrite einfach zu übernehmen. Ein Beispiel ist ja auch eine Art Wettbewerber in dem Markt, Meetup.com. Nicht ganz Wettbewerber, hier geht es weniger um den Verkauf von einzelnen Tickets und einzelnen Events, sondern eher, man baut Communities auf, die dann wiederum Events anbieten können. Aber trotzdem irgendwo auch ein Wettbewerber in dem Bereich, und Meetup.com wurde gekauft von WeWork und WeWork versucht Meetup da zu integrieren und die Events und diese ganze Thematik und das positive Image dann mit in WeWork aufzunehmen. Also, wie gesagt, Eventbrite hat eine sehr lange Historie von 13 Jahren und hat in den 13 Jahren wirklich ein starkes Wachstum dahingelegt. Jetzt muss man sich schon mal ansehen, wenn wir uns die Bewertung ansehen, wie war WeWork, wie viel hat WeWork auf den Tisch gelegt für Meetup.com. So genau weiß ich das nicht, aber ich habe gefunden, manche Industrieexperten sagen um die 200 Millionen. Eventbrite ist schon höher bewertet. Wir haben bei Eventbrite momentan eine Kapitalisierung von etwa 900 Millionen Dollar. Zum Vergleich, als Eventbrite an die Börse gegangen ist, war es etwas höher, mit ca. 23 Dollar an die Börse gegangen. Der Preis ist dann auf 36 Dollar angesprungen innerhalb von wenigen Tagen und Stunden. Und danach praktisch nur noch abgebröckelt bis auf die hohen Teens. Also wenn wir uns die momentane Bewertung ansehen, müssen wir uns natürlich überlegen, wie können wir diese Bewertung irgendwo sinnvoll einordnen. KGV macht hier ja keinen Sinn, weil wir wissen ja, in den letzten Jahren gab es Verluste bei Eventbrite. Wir müssen also andere Metriken einsehen. Eigenkapital macht hier auch wenig Sinn, weil letztendlich ist es fast egal, ob wie viel reingesteckt wurde, sondern es kommt ja wirklich darauf an, wie viel Wachstum die Firma generiert. Hier sehen wir, es ist noch sehr, sehr niedrig, was Sales angeht, und Sales müsste deutlich steigen, um ein normales Price-Sale-Ratio hier zu erreichen.
Ich finde aber, man kann ja mal schätzen, dass Sales, Topline, Revenue in den nächsten Jahren durchaus auf 400 Millionen Dollar pro Jahr steigen kann. Und bei 400 Millionen Dollar pro Jahr könnte es durchaus auch um die 20% Marge sein. Das wären 80 Millionen Dollar. Da wäre bei der aktuellen Bewertung wäre das ein KGV von 10. Also auf Sicht von so 5 Jahren, wenn es ein weiterhin starkes Wachstum gibt, wäre die aktuelle Bewertung ziemlich günstig berechnet. Insgesamt finde ich es momentan eine interessante Wette. Es ist wie gesagt eine Wette, weil Eventbrite muss eben weiter sehr stark wachsen, ansonsten macht das Ganze keinen Sinn. Und nicht nur Topline muss wachsen, sondern eben dann nachher müssen die Gewinne noch stärker wachsen, was aber normal ist bei diesen ganzen Plattformen. Also von daher würde ich im Moment auch noch nicht zu viel darauf setzen, dass es keine Gewinne gibt bei diesem Unternehmen, sondern es geht vor allem darum, dass in den nächsten 2, 3 Jahren das Wachstum des Umsatzes bei über 30% bleibt. Und wenn das so ist, dann finde ich die momentane Bewertung absolut fair. Schauen wir uns nochmal das Ganze an. Was waren die Probleme? Warum ist die Aktie so stark abgestürzt? Ja, also gab hier praktisch einen fast Perfect Storm. Am Anfang war natürlich extrem viel Fantasie in der ganzen Sache. Die ist dann nach dem Börsengang etwas verpufft. Auf Seiten des Personals gab es auch einige Änderungen. Also CFO wurde ausgetauscht. Natürlich auch ist das Umsatzwachstum etwas zurückgegangen. Ein größerer Event ist fehlgeschlagen und es ist eben noch keine profitable Aktie. Von daher ist hier klar mehr Volatilität drin. Wie kann man sich jetzt so das Ganze angehen? Ich habe momentan, wo ich das jetzt aufnehme, noch keine Position in Eventbrite, finde das aber sehr spannend. Ich schaue mir an, ob ich hier nicht eine Put-Selling-Strategie fahren will, denn gerade bei so kleineren, sehr volatilen Aktien, und wir hatten ja wirklich auf Sicht der letzten 12 Monate eine extreme Volatilität, dadurch, dass die Aktie eben um ca. 50% gefallen ist, von 36 auf so 18, 17 Euro, jetzt sich langsam wieder stabilisiert hat, könnte man sich überlegen, Put-Optionen zu verkaufen, relativ kurz laufende, um da auch nochmal den Preis etwas unter dem aktuellen Marktpreis anzusetzen. Wenn die Aktie weiter stabil bleibt oder leicht steigt, dann kann man immer natürlich die Premium-Einnahmen durch den Put-Verkauf hier einnehmen. Und sollte die Aktie doch nochmal fallen, vielleicht gibt es doch nochmal ein Negativ-Event, dann kann man die Aktie natürlich günstig zukaufen. Wie gesagt, das ist eine Strategie, die kann man fahren. Da hat man auch ein bisschen Cash übrig und kann noch mal einiges an Cash generieren, ohne direkt in die Aktie dann einzusteigen. Andere Möglichkeit, also ich gucke es mir weiterhin an und kann mir auch überlegen, da vielleicht eine kleine Position einzugehen. Ich glaube, es ist vor allem eben auch noch mal interessant von einer Portfoliosicht, dass es wenig Korrelation mit meinen jetzigen Werten hat, sondern es ist wahrscheinlich sehr stark abhängig von der eigentlichen Firma und von dem, was LinkedIn und Facebook machen. Wenn LinkedIn und Facebook eben eigene Webseiten oder eigene Event-Organisations-Support-Tools aufbauen, dann könnte es schwer werden für Eventbrite. Ansonsten sehe ich hier eigentlich sehr starkes Umsatzwachstumspotenzial. Ja, vielen Dank wieder, dass ihr dabei wart. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht und ja, hin und wieder erzähle ich ja auch ein bisschen zu meinem Hintergrund. Lasst mich wissen, was ist denn bei euch der Hintergrund? Habt ihr vielleicht schon mal Events organisiert? Wenn ihr Events organisiert, wie macht ihr das? Ruft ihr die Leute an und schreibt dann händisch eine Liste? Macht ihr das über verschiedene Google Sheets oder macht ihr das über ein Facebook-Event, den ihr aufsetzt? Wie macht ihr das Ganze? Und falls es was kostet, wie nehmt ihr dann die Einnahmen ein? Das wird mich interessieren. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Schreibt mal, ob Eventbrite für euch eine interessante Unternehmung ist oder ob ihr das nutzt, privat oder geschäftlich. Und ja, wenn euch der Kanal hier gefällt, dann klar, bitte abonniert ihn und setzt ein Like. Ich hoffe jetzt bald auch noch mal mit meinem Bruder was zu machen. Freue mich immer auf eure Rückmeldungen und bis zum nächsten Mal. Ciao.